Am Nachmittag des 24. Juli 2016 befindet sich Reutlingen am frühen Nachmittag in einer Art panischem Ausnahmezustand. Wenige Tage nachdem ein 17-jähriger islamistisch motivierter Asylbewerber in einem Regionalzug bei Ansbach mit einer Axt 5 Menschen verletzt hat und 2 Tage nach dem Amoklauf in München, machen plötzlich bundesweit 8 Tweets und Meldungen aus Reutlingen die Runde. Ein ausländisch aussehender Mann laufe mit einer Machete bewaffnet in der Reutlinger Innenstadt Amok. Es gebe Tote und Verletzte. Später wird sich herausstellen, die Tat hat keinen islamistischen Hintergrund. Die Bilanz bleibt trotzdem schrecklich. Ein nach damaligen Angaben 21-jähriger anerkannter Asylbewerber tötet eine 45-jährige Frau, wütet in der Karlstraße weiter und verletzt weitere Menschen schwer. Seit heute wird dem Mann vor dem Tübinger Landgericht der Prozess gemacht. Vor dem Tübinger Landgericht beginnt heute eines der spektakulärsten Verfahren der vergangenen Jahre. Dem 22-jährigen Angeklagten, einem syrischen Asylbewerber, wird vorgeworfen, eine 45-jährige Polin in Reutlingen nahe dem Omnibusbahnhof getötet zu haben. Ihm wird Mord, versuchter Mord in 2 Fällen, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess begann heute mit der Anklageverlesung. Er findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Rückblick 24. Juli 2016. An dieser Stelle in der Stadtbachstraße 28, nahe dem zentralen Omnibusbahnhof, wird die 45-jährige polnische Frau gegen 16.30 Uhr mit einem rund 60 cm langen Dönermesser mit mehreren Hieben gegen Kopf und Hals niedergestreckt. Sie stirbt wenige Minuten später, bevor Rettungskräfte eintreffen. Opfer und Täter sollen sich gekannt haben. Beide haben in einem nahegelegenen Dönerimbiss gearbeitet. Warum der Mann seine Tat begangen hat, ist bis heute unklar. Die Staatsanwaltschaft geht von Tötungsabsicht aus. Der mutmaßliche Täter, wegen Diebstahls und Körperverletzung Polizei bekannt und als Asylbewerber anerkannt, ergreift die Flucht. Er setzt in der Folge zu einer Art Amoklauf an. Er stürmt durch einen Hintereingang in den besagten Dönerladen in der Karlstraße, dann zum Ausgang, schlägt dort auf einen Mann ein, der eine Abtrennung des Oberkiefers erleidet. Am zentralen Omnibusbahnhof schlägt der 21-Jährige dann sämtliche Scheiben eines dort stehenden PKW und dann auf die Köpfe der Fahrerin und des Beifahrers ein. Der Frau gelingt es, mit schweren Schnittverletzungen am Arm wegzufahren. In der Folge rennt der Täter hier weiter, auf der Karlstraße, Ecke Wilhelmstraße, hier Originalbilder. Dort steht Hassan Biblik in seinem Dönerladen und sieht den Täter mit gezücktem Messer auf seinen Imbiss zulaufen. Also ich habe richtig vor Arsch gehabt, also ich habe richtig Panik gehabt. Also richtig, keine Ahnung, ich immer noch. Dann kommt er hier, der wollte reingehen, da habe ich gleich die Tür zugemacht. Dann hat bei uns so böse angeschaut, dann die Stühle mit dem, wie sagt man, mit dem Messer auf den Stuhl, bei dem Tisch geschlagen und dann gleich weg. Die Staatsanwaltschaft sagt, der Angeklagte wollte Menschen töten und verletzen. Ein Mann kann rechtzeitig flüchten. Der Amoklauf endet erst, als Mohammed A. beim Rennen über die Karlstraße auf eine andere Gruppe zusteuernd von einem Auto erfasst wird. In der Folge wird der 21-Jährige von der Polizei überwältigt. Der Prozess wird am 20. Februar fortgesetzt.